Wir haben ja hier als nächstes eine Frau auf der Bühne. Ja, wir hatten jetzt gerade eine Frau, die euch erstmal eingeheizt hat und ist die einzige Rednerin im Programm, ja, die ich euch gleich vorstellen werde. Es muss sich ändern, liebe Frauen. Mehr Frauen in die Hanfbewegung müssen kommen. Ja? Wir brauchen die weibliche Stimme. Wir brauchen die Mädels. Wir brauchen die Mütter. Wir brauchen die Frauen, die sich der Bewegung anschließen und die Herzen gewinnen auch. Es sind zum Beispiel auch in Lateinamerika die Frauen, die Mütter gewesen, die gekämpft haben für Cannabis als Medizin, für ihre Töchter, für ihre Kinder, für ihre Familien. Auch hier brauchen wir geballte Frauenpower, um die Gesellschaft davon zu überzeugen, dass Cannabis Medizin ist und Cannabis gut tun kann. Also, ich stelle euch vor, die Kirsten Kappa-Gonthardt, eine sehr hochkompetente Frau, die die Grünen jetzt als gesundheitspolitische Sprecherin oder Gesundheitsförderung, so ist das nämlich jetzt irgendwie auch gesagt, wir fördern die Gesundheit und drogenpolitische Sprecherin in der Fraktion gewählt haben. Und sie war davor auch in der bremischen Bürgerschaft aktiv und hat die Anträge in Bremen formuliert zum Modellprojekt, auch die Anträge formuliert, die in Bremen vorgesehen hätte, Cannabis zu entkriminalisieren und sogar auch den Eigenanbau in geringen Mengen zuzulassen. Diese ganze Initiative ist ein bisschen an der SPD leider gescheitert, die hat es nicht mitgetragen, aber die Kirsten Kappa-Gonthardt, die hat sich da richtig ins Zeug gelegt und hat jetzt die Chance, auf Bundesebene das auch zu tun. Eine sehr, sehr smarte Frau, die auch weiß, wovon sie spricht, weil sie ist ausgebildete Medizinerin, Humanmedizinerin und Psychiaterin und hat lange auch als solches gearbeitet, betreut weiterhin auch psychiatrische Gruppen und kann also auch mit den Herren in weißen Kittel sprechen. Und das ist super wichtig, weil wir müssen die Ärzte überzeugen. Und wenn eine Ärztin, gerade auch eine Psychiaterin, das ist das wirklich anstrengendste Volk, sich hinstellt und mit ihnen redet, ihnen gute, sachliche, vernünftige Argumente liefern kann, in ihrer Eloquenz und mit all dem Intellekt, den sie aufbringt, dann haben wir wirklich eine Gewinnerkombination. Also, liebe Leute, bitte einen heftigen Applaus für Kirsten Kappa-Gonthardt von Bündnis 90 Die Grünen. Come on! Moin Berlin, moin Hanfparade, das waren ja wirklich Hammerworte. Mal gucken, ob ich die erfüllen kann, aber ganz klar ist super, dass ihr alle da seid, um zu zeigen, die aktuelle Drogenpolitik ist gescheitert, die Prohibition ist gescheitert, die Verbotspolitik ist gescheitert. So geht das nicht weiter, es ist Zeit, dass sich das endlich ändert. Wir wissen ja, Kriminalisierung schadet, sie nutzt niemandem, außer vielleicht dem organisierten Verbrechen. Aber den Userinnen und Usern schadet sie. Sie zerstört ganze Biografien, sie zerstört Leben. Das weiß ich, Marianne hat es gesagt, aus meiner Praxis für Psychiatrie, für Suchtmedizin. 25 Jahre habe ich Patientinnen und Patienten behandelt. Und Menschen leiden unter der Kriminalisierung. So geht das nicht mehr weiter. Wir müssen das endlich ändern. Jetzt bin ich für Bündnis 90 Die Grünen im Bundestag, da drogenpolitische Sprecherin. Wir haben ein Gesetz eingebracht, das Cannabis-Gesetz, was vorsieht, Cannabis endlich zu legalisieren, nicht nur zu entkriminalisieren, weil Entkriminalisierung bedeutet, das ist ein richtiger erster Schritt, aber bedeutet, der ganze Kram bleibt auf dem Schwarzmarkt und es muss runter vom Schwarzmarkt. Weil wie ist das denn, wenn man Cannabis auf dem Schwarzmarkt kauft? Es ist so, als würde man in der Kneipe sagen, ein Glas Alkohol bitte. Und ihr wisst nicht, bekommt ihr Wodka oder Bier. Dafür aber gemahlene Bleistäube, gemahlenes Glas und Haarspray inklusive. Das schadet der Gesundheit. Also, Cannabis muss endlich legal angebaut werden, vertrieben werden und verkauft werden in Läden. Und es geht. Kanada macht es uns vor. Justin Trudeau hat getwittert. Promise kept. Und daran müssen wir uns auch im Deutschen Bundestag orientieren.
Wir müssen endlich die kontrollierte Freigabe einführen. Und es ist auch so, wir haben theoretisch eine parlamentarische Mehrheit für dieses Gesetz, was sowohl im Bundestag schon diskutiert wurde, als auch im Ausschuss besprochen wurde. Und alle Expertinnen und Experten, die wirklich Ahnung hatten, haben gesagt, es ist richtig, Cannabis endlich freizugeben. Und wir haben eine theoretische Mehrheit. Es kommt jetzt darauf an, ob die SPD wirklich Butter bei die Fische tut oder sich wieder hinter der CDU wegduckt. Also, es ist gut, dass ihr da seid. Macht Druck, steht weiter dafür ein. Es geht um Vernunft, es geht um Gesundheitsschutz und es geht um Freiheit. Und dafür setzen wir uns zusammen ein. Vielen Dank.